So. Hey, es ist kein Bernstein. Okay, ich muss nach oben. Los. Ha, das sieht dem rückgratlosen Feigling davor Thors war wieder ähnlich, sich zur Handlanger an einer dahergelaufenen Abenteurerin zu machen. Doch nicht mit mir. Wir befinden uns mitten im Krieg und seit der neue Erzinquisitor Guillaume im Amt ist, werden immer mehr Heretiker enttarnt. Iskand hat andere Sorgen als ein verschollenes fremdes Luftschiff. Rochefort täte gut daran, sich an seine Pflichten als Ritter von Iskand zu erinnern. Ja, wirklich. Oh Gott. Ja, klar, und wieder nach da oben. Na gut, ein paar Klassen habe ich dann ja noch, mit denen ich die ganzen Nebenquests machen kann. Wird auf jeden Fall jetzt der Krieger bei sein. Wahrscheinlich der Schurke. Der Beschwörer dient dann wahrscheinlich dazu, den Patch zu spielen. Dann brauche ich noch eine Klasse, die ich ausnutzen kann bis 60. Mit der ich dann den ganzen Rest machen kann. Schaut. Ja, ja. Hallo, Rochefort. Nun, wie ist es gelaufen? Deinem täuschen Gesicht nachzuurteilen nicht gerade gut. Das ist bedauerlich, doch durchaus verständlich. Seit hochstehende Adlige der Ketzerei überführt wurden, gab es kein anderes Gesprächsthema mehr. Nun, ich setze weiterhin große Hoffnung auf den Boten, den ich nach Iskand geschickt habe. Lass uns auf seine Rückkehr warten. Gut, dass ich zwei Level drüber war. Jetzt brauche ich nämlich 38. Die Wachen haben mir etwas äußerst Beunruhigendes berichtet. Frenzy ist mit einigen seiner Ritter in Richtung stählerne Wacht ausgerückt. Auf Nachfrage hat er behauptet, er wolle einen Drachen erschlagen, der an der stählernen Wacht marodieren würde. Seltsamerweise ist mir noch nichts über diesen Drachen zu Ohren gekommen. Da befürchte ich, dass jemand Frenzy gezielt diese Information zugespielt hat, um ihn in eine Falle zu locken. Bitte geh ihm hinterher und pass auf, dass ihm nichts Schlimmeres widerfährt. Was tun wir nicht alles? Da war eins mal ja mal kurz. Hier? Ja, ist hier. Zwar. Da. Oh Gott.
Ich habe ihn ja mal kleiner gemacht. Oh. Sitze ich halb auf dem Boden, aber egal. So. Die erste 38er. Da. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 Quests bis dahin an der Wacht. Okay. Eine Quest sollte doch zu schaffen sein. Da ist er. Daher, komm nicht näher. Er ist immer noch in der Nähe. Ist Franzival auf? Der Riesen-Avis hat uns völlig überrascht. Das merkt man. Wir hatten mit einem gewöhnlichen Drachen gerechnet und nicht mit dieser Riesenbestie. Wir wollten einen Drachen erschlagen, um Francis Unschuld zu beweisen. Wir haben versagt. Was habe ich nur getan? Als mir diese zweifelhafte Information über den Drachen zugetragen wurde, griff ich nach diesem Strohhalm, um vielleicht mein Unschuld beweisen zu können. Meine Familie Heidelinat war früher für die Verteidigung der stählernen Wacht zuständig. Als sie von den Drachen überrannt wurde, verloren wir unsere Ehre und unsere stärkste Festung. Ich bin nach oben verrutscht, du nicht nach unten. Okay, gut. Und jetzt werden wir auch noch der Heresie bezichtigt. Oh, was für eine Schande. Meine Ahnen werden sich im Grabe umdrehen. Bitte richte Horsche Vormann auf richtige Entschuldigung aus und sag ihm, dass der Tag nahe ist, in dem sich die Heretiker offenbaren werden. Falls mir etwas zustößt, soll er dem Drachenaugen Rosarium folgen. Bei welcher Quest bist du eigentlich, Kitty? Huch. Schwimmkleidfische schwimmen. Ah, okay. Du wartest aber nicht auf mich, oder? Nein, niemals. Nein, du doch nicht. Oh. 10 Quests sind's gleich noch. Danke, dass du Franzis vor größerem Schaden bewahrt hast. Ohne dich hätte er das sicher nicht überlebt.
Übrigens hat mein Bote, den ich nach Ishgard, Hallo Kitty, Ishgard geschickt habe, tatsächlich einen Zeugen ausfindig gemacht, der sich an den letzten Flug der Enterprise erinnert. Allerdings ist bei ihm auch bekannt, dass du auf Francis' Empfehlung zu mir gekommen bist. Der lehnt es entschieden ab, mit vermeintlichen oder tatsächlichen Heretikern und ihren Gehilfen in Kontakt zu treten. Das bedeutet, wir müssen zuerst die Anschuldigung gegen Frenzel aus der Welt schaffen. Dann können wir den Zeugen befragen. Dann schlagen wir also zwei Fliegen mit einer Klappe. Yay, Level 40. Da ist es. 36 bis 38. Na, ich nutze es lieber nicht. Francie ließ mir ausrichten, ich solle dem Drachenaugen-Rosarium folgen. Sicher war das der Stein des Anstoß für die Anschuldigung gegen ihn war. Um die Anschuldigung zu entkräften und Francies guten Ruf wiederherzustellen, müssen wir herausfinden, wie das Rosarium in das an Francie adressierte Paket gelangt ist. Spreche in der Himmelswehr mit Rickman darüber. Er kennt alle Träger dieser Gegend sehr genau. Okay, also einmal zu Rickman. Und wahrscheinlich mache ich morgen dann eine kleine Mischung aus Klassenquest, wahrscheinlich so eine Stunde lang. So, dass ich zumindest zum Mönchen werde. Wird schon peinlich, dass ich in steinerne Wacht reingehe, ohne ein Mönch zu werden. Ich bin dran vorbeigeritten. Danach werden wir uns 3 Stunden lang um den Gärtner kümmern. Oder 2,5. Mal gucken. Ja, drüben habe ich auch schon, darüber habe ich auch noch schon nachgedacht. Natürlich ist es für die Träger ein leichtes, etwas in die Pakete zu schmuggeln. Deshalb habe ich nachgeforscht, wer das Paket in Frenzel transportiert haben könnte. Ich weiß, wer dafür in Frage kommt, aber der Träger beteuert seine Unschuld. Nicht nur ich bin dieser Spur nachgegangen. Eine Inquisitorin war ebenfalls hier und hat mir allerhand Fragen gestellt. Richtig unangenehm war das, doch selbst sie ist zu keinem Ergebnis gelangt. Wenn du meinst, dass du mehr herausfinden kannst als ich und die Inquisition, dann unterhalte dich doch selbst mit dem Träger. Du findest ihn im Innenhof von Camp Drachenkopf. Er ist schon mal zusammen mit Food kochen, okay. Mal sehen, was ich finde. No. Aber wenn du das machen magst, kannst du es gern tun. Was würdest du dir als Gegenleistung haben wollen? Wenn du Barfood herstellst. Pat, 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 pat. Na gut. Untersuch doch die Pakete, wenn du unbedingt darauf bestehst. Ich habe mir absolut nichts zu Schulden kommen lassen. Mit Gott, die Gildenleitung Dokien. Müsste sie umgekehrt sein? Die Gildenleitung bekocht die Gildenmitglieder? Bist du nun zufrieden? Wie gesagt, ich habe die Pakete nicht angerührt. Was? Die Rosarien waren in den Paketen? Keine Ahnung, wo die herkommen. Ich habe die Pakete so in Empfang genommen. Ganz ehrlich. Ich bin doch nicht so blöd und belaste mich selbst. Wirklich, du musst mir glauben. Zeig die Drachenaugen-Rosarien den Rittern. Ich will damit nichts zu tun haben. Hast du etwas herausgefunden? Ich weiß, dass Franz unschuldig ist, doch wir müssen Beweise für seine Unschuld vorbringen, wenn wir seinen guten Ruf wiederherstellen wollen. Die Drachenaugen-Rosarien waren in Paketen an die Familie Halinath. Schon wieder? Na, wenn das nicht mal ein plumper Trick ist.
Dieser Versuch, der Familie Harlenhardt etwas in die Schuhe zu schieben, ist derart offensichtlich, dass selbst die Inquisition ihren Irrtum einsehen muss. Danke, Adaria. Wir stehen kurz davor, die Angelegenheit zu klären. Dann werden wir uns endlich mit den Informationen für das, über das Luftschiff, das du suchst, unterhalten können. So, dann sind es nur noch 9 Quests. Die Intrigen der Heretiker gegen unseren guten Brenzel ist schon seit geraumer Zeit ein Dorn im Auge. Es ist natürlich so Zeit, dass wir diesen Dorn ziehen. Sprich mit der Inquisitorin Bridgie, wie auch immer, über diese Angelegenheit. Ich weiß, dass sie gerade Nachforschung im Camp anstellt. Informiere sie über die anderen Pakete, die du untersucht hast. Sie wird einsehen, dass es sich dabei um nichts anderes handeln kann, als um den plumpen Versuch, der Familie Harlenhardt etwas anzuhängen. Yay. Muss ich nach da? Oh. Ich muss einmal hier rüber. So, die liegt also daran, Francis Unschuld zu beweisen. Horsch vorne lässt einfach nicht locker, wie? Leider muss ich dich enttäuschen. Du kommst zu spät. Gerade eben wurde Francis vom Großinquisitor Guillaume abgeholt. Er soll beim Hexenstund einer eingehenden Befragung unterzogen werden. Rechte Hochefonds aus, dass er gefälligst das Urteil der Heiligen Inquisition abzuwarten hat. Er soll sich in Demut üben und um Vergebung für Franze beten. Mhm. Ha, um Vergebung für Franze beten? Dass ich nicht lache. Die Befragung ist wohl nichts weiter als eine Hinrichtung oder dem Deckmantel vorgetäuschte Unbefangenheit. Doch noch können wir einschreiten, das Schlimmste verhindern. Ich trommle sofort meine Ritter zusammen. Eile du voraus zum Hexenstund. Schnell. Ich folge dir so schnell wie möglich. Diese verdammten Hexenjäger. Guillaume, werden wir die Suppe gehörig versalzen. Okay. Dann zoomen wir ihn nochmal. Gut, dass du kommst. Die Befragung hat schon begonnen. Weil es ernst für Franzel wird, können wir nicht auf Verstärkung warten. Dann müssen wir jetzt zu zweit einschreiten. Beim Gegähne werde ich ja ganz müde. Es tut mir leid, ich bin tatsächlich sehr müde. Franzel Harlenhardt, gestehe deine Unschuld und bitte Alone um Vergebung. Ich kann nicht gestehen, was ich nicht getan habe. Ich bin unschuldig. Ich bin kein Heretiker. Die Ehre der Familie Harlenhardt ist unbefleckt. Darüber zu entscheiden, obliegt nicht dir, sondern der Heiligen Inquisition. Im Namen unserer erhabenen Göttin Halone. Und als Sprossling einer der 4 großen Ritterfamilien Ishgards weißt du sicherlich, wie du deine Unschuld beweisen kannst, durch den Sprung in den Abgrund. Würdest du tatsächlich unschuldig sein, wird Talone deine unsterbliche Seele erretten. Wenn du jedoch ein ketzerischer Diener der Drachen bist und deine Götzen dir Flügel verleihen, mit denen du aus dem Abgrund emporfliegst, dann... ja, dann. Haltet ein! Senkt die Waffen! Ich bitte euch! Erzinquisitor Guillaume, hört mich an. Ritter Hochefort hat Hinweise auf eine Intrige der Heretiker. Sie haben versucht, Francis als einen der ihren erscheinen zu lassen, um der Familie Harlenhardt etwas anzuhängen. Ich flehe euch an, wartet mit eurem Urteil, bis ihr gehört habt, was Hochefort euch zu sagen hat. Ha! Das Haus von Torbes ist also die Unverfrorenheit, sich schützend vor einem Heretiker zu stellen? Ich kann Hochefort es wagen, die Methode der Inquisition in Frage zu stellen. Hat er sein Ehrgefühl gänzlich verloren? Halone allein vermag die Wahrheit und Lüge zu trennen. Ihr allein obliegt es,
um uns alle zu richten. Durch die Hände der Heiligen Inquisition. Wer sich der Inquisition in den Weg stellt, begeht Frevel an Halona selbst. Der Erzinquisitor darf nicht zu Schaden kommen, aber wir müssen seine Wachen aufhalten, bis Sanche voreintrifft. Ach, erstmal den hier. Erstmal den Wundarzt. Wie man kann ich ignorieren? Da ist so ein Wundarzt. Ja. Ehrwürdiger Erzinquisitor Guillaume, verzeiht die Unterbrechung. Es steht uns fern, die Heilige Inquisition oder gar den Papst in Frage zu stellen. Doch es sind einige neue Erkenntnisse an sich gekommen, die ich euch zutragen möchte. Es ist schließlich meine Pflicht als Diener Ishgards, die Inquisition umgehend über alle Aktivitäten der Heretiker in Kenntnis zu setzen. Du denn in Halodas Namen, sprich, welche Erkenntnisse sind derart wichtig, dass du es wagst, die Befragung zu unterbrechen? Ein Drachenauge-Rosarium? Du trug einer der Ritter der Inquisition bei sich. Wie kann das sein? Einer meiner Ritter? Das Zeichen der Heretiker? Marsche vor, wie mir scheint, entbehren deine Worte nicht gänzlich einer Grundlage. Ich werde umgehend weitere Nachforschung anstellen. Bis ich die Wahrheit auf die Schliche gekommen bin, was zweifellos nicht lange dauern wird, lasse ich gegen Frenze Nachsicht walten. Du jedoch, Abenteurerin, erinnere dich gut an meine Warnung, die ich dir im Observatorium angedeihen ließ. Misch dich nicht in die Angelegenheiten von Ishgard ein. Ich will ja auch eigentlich nur in die Stände in der Wacht. Ich will mich eigentlich gar nicht einmischen. Ich werde ja immer dazu genötigt. Horchefon, Aldaria, wie kann ich euch jemals danken? Ihr habt mein Leben und meine Ehre gerettet. Ich bin froh, dass du nicht in den Abgrund gesprungen bist, mein Freund. Bei deinem frommen Glauben hätte ich es dir zugetraut. Um die Ehre meiner Familie zu schützen, wäre ich gesprungen. Ich bin heilfroh, dass es nicht so weit gekommen ist. Ach, das ist kaum der Rede wert. Lass uns ins Camp zurückkehren. Ein warmes Feuer wird dir gut tun. Aldaria, danke für deine Hilfe. Meld dich bei mir, wenn du wieder im Camp bist. Ich möchte mich bei dir erkenntlich zeigen.
Okay. Langsam, aber sicher kommen die Punkte voran. Das war ganz schön beeindruckend, Adalia. Es war mir eine große Ehre, an deiner Seite zu kämpfen. Du hast heute Heldenmut und Entschlossenheit bewiesen und damit das Leben meines guten Freundes Franzia gerettet. Das werde ich dir niemals gänzlich vergüten können. Doch sei dir gewiss, dass ich alles in meiner Macht Stehende tun werde, um dir bei der Suche nach dem Luftschiff zu helfen. Blick gen Himmel. Okay. Okay. Ja, 8 Quests sind's. Nach dieser hier sind so 8 Quests. Nachdem die leidigen Vorwürfe gegen Franzia aus der Welt sind, ist der Informant, der die Enterprise gesehen haben will, nun bereit, mit dir zu sprechen. Ich habe umgehend nach ihm schicken lassen und er ist bereits angereist. Er wartet draußen vor der Tür auf dich. Jetzt kann ich die anderen Instanzen mal holen. Das kannst du machen, ja. Es ist schon verrückt, wie schnell sich heutzutage alles ändert. Noch vor ein paar Tagen galt Franzia als Heretiker. Doch nun ist er plötzlich wieder ein angesehener Mann. Da weiß man gar nicht mehr so recht, was man glauben soll. Nun ja, darüber wirst du dich wahrscheinlich gar nicht unterhalten. Mir wurde ausgerichtet, dass du nach einem Luftschiff suchst, das kurz vor der Katastrophe in Kurtas verschollen ist. Zu der betreffenden Zeit war ich im Observatorium mit Himmelsbeobachtung betraut und habe tatsächlich ein Luftschiff gesehen, das auf die Beschreibung passt. Es kam aus Richtung Redania und flog schnurstracks nach Nordwesten. Wenn es diese Route genommen hat, kann es eigentlich nur bei der Steinerne Wacht gelandet sein, das alleine ist Grund zur Besorgnis. Die Steinerne Wacht ist eine alte Festungsanlage, die von Drachen zerstört wurde. Bis heute treiben sich dort allerhand Monster herum. Beratschlage dich lieber mit Tonchefond, wie du dorthin gelangst. Ich kann nichts weiter für dich tun. Lebe wohl und viel Glück bei deiner Suche. Na also, endlich haben wir einen Anhaltspunkt zum Verbleib der Enterprise. Herzlichen Glückwunsch. Da muss es ausgerechnet die steinerne Wacht sein. Die Gegend ist ziemlich gefährlich und zu einem Übel zählt mein Wort dort nicht viel. Die Gegend wird von der Familie Dundare kontrolliert. Ich gebe dir selbstverständlich ein Empfehlungsschreiben mit, doch es wird dir nicht viel nützen. Die Dundare sind nicht gut, auf mich zu sprechen. Es wird mir Eindruck machen, wenn Ritter Franzi dir ebenfalls eine Empfehlung schreibt. Bitte ihn ruhig darum. Nun, da dein Aufbruch naht, fällt es mir schwer, dir Lebewohl zu sagen. Du hast viel für uns getan und bist mir ans Herz gewachsen. Pass auf dich auf und beehre uns bald wieder. Möge Halone mit dir sein. Puh. In 3 Jahren bin ich dann auch mal durch. Ich bin dran vorbei. Schon wieder. Ah, wie schön, dich zu sehen, Adalia. Gibt es irgendwas, mit dem ich mich bei dir für meine Rettung bedanken kann? Verstehe. Das Luftschiff ist also irgendwo bei der steinernen Wacht gelandet. Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass die Festung einst von der Familie Heidenath verwaltet wurde, bis die Drachenbrut das Chaos nach der Katastrophe auslöste
uns von dort zu vertreiben und die Festung zu zerstören. Aufgrund dieser Niederlage wurde meine Familie ihrer Verantwortlichkeit für die steinerne Wacht enthoben. Stattdessen wurde die Familie Durndeer mit der Rückeroberung betraut. Deshalb glaube ich nicht, dass mein Wort großes Gewicht hat. Doch natürlich schreibe ich dir liebend gerne eine Empfehlung. Viel Erfolg bei deiner Suche, doch sei gewarnt. Die Hintermänner der Intrige gegen mich und die Familie Heilenard wurden noch nicht gefasst. Ihr Plan wurde vereitelt. Doch zweifellos ist ihr Hass gegen uns ungebrochen. Und dieser Hass richtet sich nun auch gegen dich. Der Hass der ganzen Welt richtet sich gefühlt gegen mich. Yeah. Wenn die Reitwege nicht so lang wären. Irgendwann kann ich fliegen. Irgendwann. Eigentlich müsste meinem Charakter so langsam schwindelig werden. Fliegt eine Fassrolle. Mhm. So. Lalachen. Was willst du hier? Abenteurer haben an der weißen Felsfront nichts verloren. Verschwinde. Was haben wir denn hier? Empfehlungsschreiben der Ritter Hanchefond und Franzl? Das sind ja genau die richtigen. Nun gut, du darfst dein Anliegen vortragen. So, 7 Quests noch. Um gleich zu Anfang eines klarzustellen, Fremde, du bist hier nicht willkommen. Weißenfels bildet die vorderste Front in unserem heiligen Kampf gegen die Drachen. Da ist Vertrauen ein Luxusgut, das wir uns kaum leisten können. Hier hast du deine Empfehlungsschreiben zurück. Sie haben hier keinen großen Wert. Ich rate dir, von dem Absatz Kehrt zu machen und nach Hause zu gehen. Wenn du jedoch dein Glück versuchen willst, dann gewähre ich dir aufgrund der Empfehlungen eine einzige Chance. Geh über den Hof hinüber ins Lager und versuche dort von deiner Redlichkeit zu überzeugen. Alboje. Ich nenne ihn jetzt einfach Aalboje. War der oben oder war der unten? Ich glaube, der war oben, ne? Nee, falsch. Hier war es nicht. Hier war es auch nicht. Okay, er war unten. Kacke. Oh, es ist sogar eine Sie. Warum hat dich Ritter Brunadier zu mir geschickt? Ich bin zwar die Dienstältere, doch keineswegs in der Position, über dein Gesuch zu entscheiden. Geh die Stufen im Hof hinauf zum Hospital. Der leitende Arzt Astidien ist einflussreich und zugleich weltoffener als so manch anderer hier. Mhm.
den ersten Blick siehst du kerngesund aus. Was führt dich zu mir? Ah, Empfehlungsschreiben von den Häusern von Ton und Talinat. Da solltest du direkt in der Kaserne vorstellig werden. Ich habe für solche Belange keine Zeit. Ich muss mich um viele Verletzte kümmern. Ich werde auch nur von einer Seite auf die andere gescheucht. Was fällt dir ein, hier einfach so reinzuplatzen? Oh, verstehe. So sieht die Sache natürlich anders aus. Die Familie von Thorn und Heinert haben dich also freundschaftlich empfangen. Nun, das kannst du von unserem Haus du und der nicht erwarten. Abenteurer sind hier nicht gern gesehen. Aber gut, mit dem Empfehlungsschreiben in der Hand können wir dich nicht so ohne weiteres abweisen. Gestatte dir, bei unserem Herrn Drolmont vorstellig zu werden. Zeig ihm die Empfehlungsschreiben, aber erwarte nicht so viel. Auch er wird dir keinen herzlichen Empfang bereiten. Ja, das mit dem Herzig, das habe ich schon abgehakt. Das wird hier nichts. Da Gournon dich zu mir vorgelassen hat, nehme ich an, du hast etwas Wichtiges zu sagen. So sprich. Du willst in der steinernen Wacht nach einem Luftschiff suchen? Bist du denn von allen guten Geistern verlassen? Seid gegrüßt, Baron Drolmont. Wir sind Gesandte des Bundes der Mongold und erweisen euch unsere untertänigste Aufwartung. Wir suchen nach dem Luftschiff, um gegen den Prima E. Garuda vorgehen zu können. Bei dem Luftschiff handelt es sich um die Enterprise, die rechtmäßig Sigalon gehört. Er begleitet uns, um sein Eigentum wieder in Besitz zu nehmen, woran Ishkat kaum Anstoß nehmen kann. Sigalon, du lebst, aber du wirst für tot erklärt. Glaub diesen Hochstaplern kein Wort, werter Drolmont. Sie versuchen, dich einzuwickeln und für ihre zweifellos anrüchigen Pläne einzuspannen. Wir dürfen ihnen kein Vertrauen schenken. Es ist doch höchst merkwürdig, dass der lange verschollene Sigalon so plötzlich aus der Versenkung tritt. Das ausgerechnet jetzt in der entscheidenden Phase der Rückeroberung der steinernen Wacht. Und was den Bund der Morgenröte anbelangt, so haben wir erfahren, dass er von galliischen Truppen ausgelöscht wurde. Wie leicht ist es da, sich als Gesandte des Bundes auszugeben? Die anderen leichtgläubigen Häuser mögen diesen Betrügern aufgesessen sein. Das Haus Drühender muss stark sein und Vernunft walten lassen. Ich weiß nicht, was diese Halunken wirklich an der steinernen Wacht suchen. Ich bin davon überzeugt, dass wir sie nicht passieren lassen sollten. Hab Dank für deinen Rat, Inquisitor. Wie mir scheint, stand ich kurz davor, einen schrecklichen Fehler zu begehen. Denn ich war geneigt, die Geschichte der Fremden zu glauben. Oh. Doch nun steht mein Entschluss. Ihr drei werdet die steinerne Wacht unter keinen Umständen betreten, bevor wir die Festung nicht zurückerobert haben. So lange können wir nicht warten. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis Garuda zu voller Stärke findet. Wir müssen einen Weg finden, wie wir zum Mors Vertrauen gewinnen können. Vielleicht sind seine Untergebenen aufgeschlossen als er. Und das erzählt ihm einfach mal so direkt vor der Nase. Ist auch immer so toll, geheime Pläne dann immer vor anderen besprechen. Und da muss ich hin. Oh Gott, Stufe 41. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Sehr gegrüßt, kannst du mir einen Gefallen tun? Die hohen Herren wären gar nicht erfreut, dass ich einen Fremden um Hilfe bitte. Die Alternative erscheint mir noch gefährlicher. Aufgrund der starken Schneefälle kommen die Lebensmittellieferungen kaum noch bis zu uns durch. Den Rittern knurren schon ordentlich die Mägen. Wenn ich nicht bald für Nachschub sorge, fressen sie mir die Haare vom Kopf oder zetteln einen Aufstand an. Was wir dringend brauchen, um die Moral zu heben, ist eine ordentliche Portion Fleisch. Südöstlich von hier, am Daniffenpass, wurde ein großer, wohlgenährter, gefleckter Olm gesichtet. Den würde ich gerne in die Pfanne hauen. Also such nach ihm und unterledige ihn, wenn du ihn aufgespürt hast. Leider sind seine Haut und sein Fleisch so ziemlich zäh, wodurch er zum einen gut geschützt und zum anderen schwer zuzubereiten ist.
Wenn du ihn während des Kampfes mit Apfelessig besprenkelst, kannst du ihn leichter besiegen und sein Fleisch wird schön zart. Das musst du dir auch mal überlegen. Während man... Hallo Kitty! Während man kämpft, soll man jemanden mit Apfelessig besprenkeln? Ich glaube, wenn man kämpft, hat man andere Sorgen. Oder geht man dann mit so einer Wasserpistole dahin und dann so... Damit soll dann was gespritzt werden. Nehme an, meine Gehilfen sind zurück. Ja, sind so. Muss ich gleich einmal kurz nach Limsa. Bin ich dann vorbei? Nee. Ich bin zu freundlich für die Welt. Was machen die Olme da eigentlich? Sieht gar nicht seltsam aus. Das war die, die ich gerade geheilt hatte. Viele Lichter. Servus. War deine Jagd erfolgreich? Die Ritter starren schon ganz gierig auf meine Schenkel, als wollten sie sich jeden Moment auf mich stürzen. Könnte das auch einen anderen Grund haben? Da läuft einem ja gleich das Wasser im Mund zusammen. Ich bereite das Fleisch sofort zu. Einen Moment. Kannst du die Olmsteaks an die hungrigsten Ritter verteilen? Das lauteste Magenknurren höre ich hier aus dem Speisesaal. Das ist im Obergeschoss über uns. Sprichmarkt, was hast du mit dem Koch ausgeheckt? Hast du etwas auf unser ohnehin schon knappen Vorräte abgesehen? Nope. Hier, im Steak. Oh, aber Alone schmeckt das köstlich. Jetzt fühle ich mich, als könnte ich Bäume ausreißen. Oder mit Drachen mit bloßen Händen erwürgen. Ja, nee. Ist klar. Habe ich einen Kohldampf? Kriege ich noch nicht einmal etwas Anständiges zu essen, bevor ich wieder draußen in die... Bevor ich wieder draußen in der Kälte gegen Drachen kämpfe. Hier, auch dein Olmsteak. Fleisch, ich werde nicht mehr. Hallo und segne dich, meine Gute. Das ist das Großartigste, was mir seit langem widerfährt. Gut.
Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Ulm schmeckt, aber. Jo, Fleisch ist lecker. Wie soll man das tagtägliche harte Training durchhalten, wenn man nicht mal was Anständiges zwischen die Zähne bekommt? Danke, das ist wirklich nett von dir. Endlich zeigt sich mal jemand erkenntlich dafür, dass die Ritter da von mir tun, der hier ihre Köpfe für die anderen Häuser hinhalten. Puh, da ist mir aber ein Stein von Herzen gefallen. Dachte schon, die Ritter gehen vor Hunger auf die Barrikaden. Aber jetzt sind wieder alle gut gelaunt. Es ist erstaunlich, wie gut das Essen ihre Moral stärkt. Hier, eine Portion ist so übrig. Kannst du sie bitte zu Senota oder Kenota ins Hospital bringen? So rührend, wie sie sich andauernd um die Verwundeten kümmert, hat sie sich eine ordentliche Mahlzeit verdient. Leute, ich will doch nur in die steinerne Wacht. Lasst mich rein. Ich krieg doch meine 300.000. Geh. Ich will doch nur in die steinerne Wacht. Entschuldige, aber bitte lenk mich nicht ab. Ich muss mich auf die Behandlung konzentrieren. Und das fällt mir mit leerem Magen schon schwer genug. Gleich nicht mehr. Für mich? Wie aufmerksam von dir. Ich weiß schon gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal gegessen habe. Das schmeckt köstlich und gibt mir neue Kraft für meine Arbeit. Vielen Dank. Torengulasch. Mhm. Anders wird. Jo. Okay. Nach dieser Quest sind es noch 5. Auf ein Wort, Herr Daya. Ich bin es leid, tatenlos herumzustehen und möchte mich irgendwie nützlich machen. Deshalb habe ich mir vorgenommen, einen neuen Destillierapparaten für das Hospital zu konstruieren. Es ist schon seltsam, dass ich genau weiß, wie ein solcher Apparat aufgebaut ist und mich trotzdem kaum an meine Vergangenheit erinnere. Vielleicht hilft die praktische Arbeit ja meinem Gedächtnis ein wenig auf die Sprünge. Um den Destillierkolben fertigzustellen, brauche ich noch 3 Eishexagon-Essenzen. Kannst du sie mir bitte besorgen? Mit den Essenzen kann ich einen Kälteschutz konstruieren, der den Betrieb des Destillierkolbens selbst in dieser eisigen Umgebung ermöglicht. Das mag dir widersprüchlich erscheinen, doch ich werde dir beweisen, dass es funktioniert. Aber wenigstens kommen wir ein bisschen voran. Das ist schon mal ein kleiner Pluspunkt. Oh. 2 Stunden haben wir noch. Pi mal Daumen. Vielleicht auch ein bisschen länger. Ich hätte zwar noch ein Energy. Aber... Yeah. Müsste halt mal gucken. Weil ich stelle mich gleich einmal ganz kurz an die Seite. Ich könnte mir, wenn ich mich bestellen würde... Ich muss jetzt einmal ganz kurz was nachgucken. Ich weiß halt nicht, ob ich da... Ja. So. Und zwar...
Ja, müsste eigentlich gehen. Na komm, ich öffne den einen Energy. Oh. Werde ich zumindest ein bisschen wacher. Und ich werde aber eine ganz kurze Pause machen. Dann kann ich nämlich erstmal noch pinkeln gehen. Danach schlage ich die zwei Hexagone noch.